Ja, hallo Freunde, neue Folge von Kühnes Kochkanal. Ja, letzte Woche hat uns Sturm Sabine ja nach drinnen getrieben. Da haben wir dann den Semmelknödelauflauf gemacht. Heute ist es zwar nicht ganz windstill, aber wir haben ein kleines windgeschütztes Plätzchen gefunden, unseren Dutch Oven rausgeholt und darin machen wir heute ein Hähnchen auf Rosmarinkartoffeln. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben, heute soll es mal wieder etwas aus dem Dutch Oven geben und das werden Hähnchenschenkel sein. Die haben wir gestern Abend schon mit etwas Öl und Magic Dust mariniert und eben über Nacht durchziehen lassen. Dazu kommen unter anderem Kartoffeln. Ihr könnt die natürlich auch schälen. Ich habe sie jetzt geschrubbt und in Spalten geschnitten. Rosmarin. Zwiebeln brauchen wir, zwei Knoblauchzehen. Bei der Zwiebel, das war eine Zwiebel. Eine Peperoni, eine getrocknete. Salz, Pfeffer zum Würzen und Geflügelform. Eventuell brauchen wir noch etwas Wasser. Das zeige ich hier aber jetzt nun nicht. So Freunde, Kohle ist vorbereitet. Ich habe mich diesmal für die Cabex Plus von Petromax entschieden. Die haben eine schöne lange Brenndauer. Sechs Kohlen kommen unten rein. Jetzt kommt unser Topf. So. Kartoffeln. Die verteilen wir schön. Jetzt gießen wir das Ganze mit dem Geflügelfond auf. So, Kartoffeln sollten bedeckt sein. Ich denke, nee, drück die Kartoffeln runter und lass das mit dem Wasser erstmal. Das kannst du vielleicht eventuell später nochmal nachgießen. Gut. Auf jeden Fall ist erstmal genug Flüssigkeit vorhanden. Jetzt verteilen wir unsere Zwiebeln. So. Und dann Knoblauch und Chili. Das verteilen wir auch mal so ein bisschen. Jetzt kommen unsere Rosmarinzweige. So. Und zu guter Letzt unsere Hähnchenschenkel. Ja, passen Aber gerade so. gerade so rein da. Jo. Der Deckel geht jetzt zu. Und wie gesagt, kommen oben jetzt auch noch mal sechs Briketts drauf. Also wir gehen von einer Schmorzeit von mindestens 75 Minuten aus. Schauen natürlich zwischendurch mal rein. Und wenn wir soweit sind, melden wir uns an gleicher Stelle wieder. Genau, dann kannst du jetzt schmuggeln. So Freunde, 65 Minuten sind vergangen. Es ist alles fertig. Wie ihr seht, ist noch reichlich Flüssigkeit vorhanden. Da müssen wir ein bisschen abschöpfen. Denke mal, vielleicht hätte es ein bisschen weniger Geflügelform getan. Aber egal. Ja, alles ist durch und wir servieren jetzt. Ja. Kurzes Fazit: An einem Fake-Video ganz knapp vorbeigeschrammt. Wir hatten viel zu viel Flüssigkeit drin. Dadurch wurde die Haut vom Hähnchen nicht knusprig. Geschmacklich 1A, aber halt, es gehört ein knuspriges Hähnchen dazu. Ja, wenn ihr es besser machen wollt, nehmt weniger Flüssigkeit, eventuell mehr Oberhitze. Ich denke, dann wird es richtig schön klappen. Ja, wir haben wieder was dazugelernt. Und wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr immer unten rechts. Und wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Bis dahin, tschüss.